So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. In diesem Part müssen wir Lea einen Blumenkohl geben. Und der Wahrsager sagt, oh, die Geister sind heute richtig gut drauf. Königin der Soßen bringt uns volles Frühstück. Okay, cool. Ich wusste gar nicht, dass es auch nur halbvolles Frühstück gibt. Aber anscheinend ist hier alles möglich. So, nehmen wir auch gleich die 20... Eisendinger raus. So, Narzissen haben wir ein paar. Oh, wir haben Post bekommen und können ganz viel ernten. Hi Peter, ich habe viel zu viel Dünger für den Garten bestellt. Ich bin mir sicher, du kannst was damit anfangen. Alles klar. Oh, noch mehr Post. Mitteilung, Peer hier. Ich möchte gerade wirklich, wirklich einen Teller Sashimi. Ich werde gutes Geld an die Person bezahlen, die mir einen bringt. Okay, was brauchen wir denn für Sashimi? Wir haben ja erst bestimmtes Rezept. Sashimi. Sa. Aha. Sashimi? Mhm. Ah! Ein beliebiger Fisch. Okay, das ist mir ein bisschen zu anspruchslos. Oh Gott. Der Dünger. Dünger hier rein. Ja, komm. Diamant. Klammer schippen. Und ein beliebiger Fisch. Dann nehmen wir doch glatt den einzelnen Lachs hier. Oder? Ne, komm, wir nehmen was, wovon wir viel haben. Nehmen wir die Sardelle. So, Sashimi. So, dann haben wir für Pierre und Lea schon das Gericht. Ja, ein bisschen Energie und Gesundheit gibt es. Oh, und ganz viele Kartoffeln. Swoop, swoop, swoop. Kann man gleich neue Saaten kaufen. Und Erdbeeren hat es auch wieder. Oh, sehr schön. Swoop, 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 ja, okay, und so weiter und so fort. Also dann ernten wir mal. Wir sollten ein bisschen auch noch angeln. Ich will ja noch den legendären Fisch diesen Monat fangen. Eventuell angeln wir heute oder gehen in die Calico-Wüste oder beides. Oh, das dauert jetzt erstmal. Kann ich nicht einfach die Sense nehmen und dann ist, naja, halt Sense, ne? Wir müssen ja auch neu anpflanzen dann. Verdammt, muss ich nochmal die Sprinkler zählen. Oh Gott, oh Gott. 100 Erdbeeren schon. Und Kartoffeln haben wir auch schon. Richtig verdammt viele. Whoop. Oh, Boden hat's auch noch. Oh Gott. Oh, das wird ein sehr schön reicher Monat. Swoop, swoop, swoop. Und hier nehmen wir die Kartoffeln auch gleich mit. Kann man nicht irgendwie... Nein. Na, es wirkt, als würde es schneller gehen. So, oh, was? Wie viele waren da denn gerade in einem Ding drin? Da kam ja gerade richtig viel raus. So, ja, komm, hau die. Hau die Teile. Hause kaputt, Mann. Musik? Musik. Swoop, swoop, swoop. Also zähle ich schon mal die Sprinkler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 8. Gott, 17. Und jetzt 17 mal 8, zu viel. 17 mal 8. Scheiß. 80, 120, 136, glaube ich. Wollen wir es hoffen. So, erstmal das Wichtigste, die ganzen Erdbeeren. Da möchte ich auf Nummer sicher gehen und sehr viele erstmal normal reinlegen. Vielleicht bis 40. Vielleicht bis 45. Gehen wir bis 45. Ja, dann kriegen wir auf jeden Fall viele Saaten daraus. So,
Der Rest wird geschippt. Dann müssen wir jetzt zu Kia und Lea. Und eigentlich auch zu unseren Tierchen. Scheiße. Das hat so viele Aufgaben. Ah, vor allem die blöden Tiere, die machen mich jetzt richtig fertig. So. Achso, ja, stimmt, wir kriegen ja jetzt immer Edelnarzissen. So, moin Pam, bist du mit Gast befreundet? Der ist richtig ein nicer Kerl, Mann. Aber wir können wieder Geschenke machen. Fuck. Okay, hi! Ich hab gehört, die Blumen, ja, was Blumen? Hier, kriegst du. Oh, wirklich nett, Mann. Und dein Sashimi kriegst du auch. Oh, was wird mal Zeit, ey. Pia, es lief 1000 Gold. So ein bisschen Fisch. Ah, nicht schlecht. Okay. 120, 136 brauchen wir. Wächst in 10 Tagen. Nee, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Wächst in 6 Tagen. So viel Zeit haben wir. Oder? 120, 136. Doch, ich glaube schon. Zack! Dann gehen wir noch kurz bei Lea vorbei. Vielleicht sehen wir hier draußen auch irgendjemanden rumdümpeln. Da, guck mal, Penny. Penny freut sich bestimmt über Blumen. Ne? Ich will wirklich unsere Wohnung sauber halten, aber ja, irgendwie... Meine Mom, die säuft einfach zu viel. Danke, sieht nett aus. Mülleimer irgendwas? Nö. Hier? Nö. Hat keiner gesehen. Ah, wir kriegen Haleys nächstes Herz-Event. Wie sie ihr Fotos macht. Oh, Überraschung. Ja, was ist denn das für ein hässliches Motiv, Mann? Oh, Peter. Das Licht ist gerade besonders schön. Ich musste einfach nach draußen und ein paar Bilder schießen. Okay. Ich wäre gern mehr im Einklang mit der Natur. Wir wissen, wie das Leben als Bauer so ist. Über diese Lebensweise habe ich nie so wirklich nachgedacht. Zumindest bis jetzt. Oh, diese Kühe sind so niedlich. Ey, ich habe eine Idee. Lass uns ein paar Fotos mit den Kühen machen. Du kannst mir zeigen, wie man sich einer nähert. Ich stelle den Timer ein. Alter, wir haben kaum Erfahrung mit Kühen. Wir haben erst vor ein paar Tagen Kühe gekauft. Haley! Ah! Okay, guck mir die Fotos an, okay? Mhm. Sie posten wir so ganz normal. Und da streichelt sie ein und wir gucken ihr dabei zu. Ein richtiges Instagram-Model. Okay, sie reitet eine Kuh. Wir helfen ihr. Sie freut sich. Boah, in Frontperspektive ist ja echt hässlich. Oder fällt es von der Kuh und wir so. Oh, no way. Das Bildchen gerade. Das war lustig, Peter. Und diese Fotos sind super. So, ich werde jetzt nach Hause gehen und duschen. Oh, wir kommen mit. Was? Nein, kommen wir nicht. Schade. Okay, das war ihr, ich glaube, 4-Herz-Event. So, ah, und Lea ist da. Hi! Wenn du ein interessantes Stück Treibholz findest, könnte ich was damit an... Treibholz, okay. Ich wollte dir eigentlich Blumen schenken, aber okay. Und dein Blumenkohl. Blumen und Blumenkohl. Hier ist was für deine Mühen. Dankeschön. Das fette Cash, Mann. Das wäre schon was Besonderes, weil es von dir kommt. Ah. Mit wem haben wir jetzt 10 Herzen? Lea und Abigail fehlen noch. Aber das kommt bald. Wir gucken auch hier kurz beim halben Schwarzmarkt, ob der was Nettes anzubieten. Nee, dann geh ich heute Preiselbär. Nö. Sardinisch. Süße Edelsteinbeere. Aus dem Gotoro. Achso. Stammsessel. Moment, was? Süße Edelsteinbeere habe ich noch nie gesehen. Was macht die denn? Die süße Edelsteinbeere ist eine Nutzpflanze, die aus einer seltenen Saat in 24 Tagen heranwächst. Sie kann hier bei diesem Wagen entweder zwischen 9 und 15.000 Gold gekauft werden.
Ah. Trotz ihres hohen Preises wird die Bäre allen Bewohnern als neutral, wird sie von allen Bewohnern des Sterntortals hier als neutrales Geschenk betrachtet. Aber wenn man sie dem Altmeister Canulli in den geheimen Wäldern gibt, dann kriegt man dafür eine Sternfallprobe. Ah! Eine wertvolle Sternfallprobe. Das ist das Süßeste, was der braucht. Schade, ich dachte Honig. Hm. Treibholz! Oh Gott, wir können nochmal zurück zu Lea. Das macht die happy. Okay, krass. Seltene Saat. Ja, cool. Dann kriegen wir im Herbst eine Sternfallfrucht. Habe ich mich jetzt schon spoilern lassen. Können wir mal bitte einen Fisch fangen? Oder einen Schatz am besten noch? Ja. Der Scheiß ist halt, es nutzt sich trotzdem ab, dieses Schatzjäger-Ding. Gibt's hier überhaupt Fische? Oder ist der Seeteich mittlerweile so verdreckt, dass da nichts mehr rauskommt? Endlich! Mit Schatz? Nee. Woo! Perfekt! Hurra! Schwarzbarsch mit neuem Ding. Und da ist nochmal ein Fischchen. Wow, er wehrt sich. Er ist ja so kräftig. Nochmal ein Schwarzbarsch. Steht's? Na, Stufe 8. Komm, ich will Stufe 9 noch im Frühling. Das bringt nichts, wenn wir Brillen fangen, Mann. So, Treffer. Ja, schwimm, Kleiner. Schwimm. Ich will einen Schatz. Verdammt. Nochmal ein Schwarzbarsch. Kriegen wir auch irgendwas anderes? Nö. Also viel Müll halt, aber. Komm, die Geister sind heute gut drauf. Die müssen mir Fische geben. Fische und Schätze. Mhm. Wirkt nicht wie Schatz. Aber nochmal ein neuer Rekord. Ah, toll. Super, Algen. Es hat sich schon über zur Hälfte abgenutzt. Wir haben noch keinen Schatz durch dieses blöde Ding bekommen. Hey, perfekt. Ohne dass wir uns wirklich anstrengen mussten. Hier gibt es nur Schwarzbarsch irgendwie. So, hier, ein Schatz. Nee. Ich google mal kurz Stardew Valley Fischen. Fischen. Ich weiß nämlich nicht mehr, was es auf Stufe 10 gab. Fisch ist 50% mehr wert oder Wahrscheinlichkeit. Eine gefischte Truhe wird verdoppelt. Interessant. Verdammt interessant. Hm. Ah. Oh, hier steht die Erfahrungspunkte der Fische. Also für Stufe 9 braucht man 10.000 Erfahrungspunkte. Für Stufe 8 6.900 und für Stufe 10 15.000. Und das wären, wenn man Sardinen fangen würde, ganz normale, für Stufe 1 wären es 8 Sardinen, für Stufe 10 wären es 1154 Sardinen. Scheiße. Aber gut, wenn man die legendären Fische fängt, das gibt schon richtig viel Erfahrungspunkte. Oh, hallo Freundin! Was so passiert, wenn ich die ganze Nacht so im Friedhof verbringe? Ich glaube, was passiert mir? Kommen in den Himmel. Nichts mehr hören, einfach auf zu existieren. Achso, wenn wir sterben. Ich dachte, wenn wir jetzt auf dem Friedhof sind. Hm, interessant. Warte, du kriegst auch ein Blümchen. Scheiße, mag sie nicht so dolle. Hm. Gut, angeln wir noch hier unten so ein bisschen. Swoop. Nee, also, die Erfahrungspunkte berechnen sich mit der Qualität des Fisches, also anhand der Sterne, ob kein Silber- oder Goldstern.
dann ist es so eine mathematische Formel. Und da spielt halt natürlich auch die Schwierigkeit des Fischs eine Rolle. Also eine Sardine wäre das ganz Gammeligste, was es gibt. Und also der Wert des Fisches bewegt sich irgendwo zwischen 5 und 110. Und dann wird es auch noch durch 3 geteilt. Und komplex. Die Zahl wird multipliziert. Dann wird die Zahl noch multipliziert, wenn man hier so einen perfekten Fang macht. Und, ich wusste gar nicht, dass es was ausmacht. Und dann noch mit 5, wenn es ein legendärer Fisch war. Also einen legendären Fisch perfekt zu fangen, gibt schon richtig fett Erfahrungspunkte. Und dann auch, wenn man einen Schatz erhält währenddessen, wovon ich noch nichts gemerkt habe. Oh, krass. Dann machen wir doch perfekte Fänge hier. Da ist ein Schatz! Gut, scheiß auf den perfekten Fang, ich will den Schatz. So. Yes! Und jetzt ist das Gerät zerbrochen, ne? Oder beim nächsten. Super! Wir haben 4 Steine. Für 2 fucking Goldbarren kriegen wir 4 Steine raus. Wow. Ja, jetzt ist das Angelgerät kaputt. Toll. Das ist doch scheiße. So, perfekter Fang oder Schatz. Perfekt, Mann. Dann fangen wir noch 1, 2 Fische und dann war's das auch für heute. Dann geht's ins Bett. Und dann schlafen wir wie ein Brett. Mit perfekten Fängen. Scheiße, immer noch kein Level up. Oh, wieso fangen wir so viel Müll? Das geht mir auf die Eier und die Nuts. Ich habe gar nicht geguckt, ob jemand heute Geburtstag hat. Scheiße. Das lief jetzt nicht so wie geplant. So, oh, 2 Feuerquarz. Nochmal ein Fisch. Ich will den perfekten Fang. Oh yes. Für einen Kaulbarsch. Der ist auch richtig gammelig, Mann. So kriegen wir keine Erfahrungspunkte. Ich muss irgendwie an eine Stelle, wo es viel gute Erfahrungspunkte gibt. Eventuell ist mehr. Und der Kaliko-Wüste gibt es bestimmt auch. Da hat es doch so eine kleine Quelle gehabt. Da gibt es bestimmt auch hochwertigen Fisch. Okay, der war ja jetzt richtig gammelig. Gut, ich habe die Schnauze voll. Fischen ist kacke. Ich will nur heim in mein Bett. Wir haben schön viel Scheiße gefangen. Aber wir können auch die Bohnen ernten. Yeah, Bohnen für uns. Das ist toll. Und überhaupt kein Strunz. So. Und ach, Honig auch noch. Oh boy. Zu viel zu sammeln. Düm, 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 düm. Es wird ganz schön dunkel hier. Aber ich hab doch Angst im Dunkeln. Und gar keine Taschenlampe dabei. Das ist jetzt schon ein bisschen scary. Reicht das überhaupt? Das reicht nicht. Ich habe mich verzählt. Nein! Doch, nee, es reicht, es reicht. Gerade habe ich mich verzählt. Ah, ich bin ein Trottel. Okay. Fisch in die Truhe, da wo es hingehört. Warte, erstmal Bohnen weg. Bohnen plus Stein plus Holz und Müll und
Ja. Müll halt, ne? Falsch. Das da. Alles klar. Fisch, 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 Fisch. Alles klar. Fisch, Fisch, Fisch. Alles klar. Fisch, Fisch. Und... Oh, wir haben noch Goldnarzissen. Feuerquarz. Na komm, weg damit. Braucht doch kein Schwein, Mann. Oh, das Eisen schon. Dann machen wir noch... Nochmal 20, komm. 1, 2, 3, 4. Und ab in die Haie mit dir. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir durch Farming bekommen haben. 24.000 und wir haben den Großteil der Erdbeeren nicht mal verkauft. Scheiß die Wand an. Ja. Haben wir so ein bisschen Knete bekommen. So ganz kleines bisschen. Dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part wieder weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.